Es gibt wichtige Änderungen, dass man sich jetzt wieder zu fünft treffen darf, mit Leuten, die nicht zu dem eigenen Haushalt gehören. Jeder frei rausgehen. Dazu kommt noch, dass ich picknicken darf, Sport machen darf, aber auch da muss ich die wichtigen Hygieneregeln einhalten und Grillen ist weiterhin verboten. Folgende Einrichtungen dürfen wir zusätzlich öffnen. Das sind einmal die Zoos, die Autokinos, die Museen, die Gärten und die Bibliotheken und Spielplätze. Zusätzlich ist jetzt auch möglich, Kleingruppenunterricht bis zu 5 Personen.